auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus erster Quelle. Seit 2005 gehört der ehemalige Abwasserzweckverband Würschnitztal aus Neukirchen zum Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge. Seitdem sind zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden. Zuletzt der Bau eines neuen Abwassersammlers. Der neue Bürgermeister von Neukirchen, Sascha Zamm, und sein Vorgänger Stefan Lori weihten am 23. Oktober gemeinsam die neue Abwasserleitung an der Max-Weigel-Straße ein. In 6 Monaten Bauzeit wurde auf einer Länge von 540 Metern ein neuer Mischwasserkanal verlegt, zugleich 48 Grundstücke an das zentrale Abwassernetz angeschlossen. Mit etwas mehr als 376.000 Euro für den Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge nur eine Baumaßnahme von vielen bereits realisierten und noch kommenden. Es wurden bis heute 13,2 Millionen Euro verbaut und bis zum Ende des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2020 sollen 15 Millionen Euro verbaut werden. Seit 2007 wurden allein im oberen Abschnitt von Neukirchen die Haushalte von etwa 1200 Einwohnern an das zentrale Abwassernetz angeschlossen. Eine der größten Baumaßnahmen kommt nach Aussage von Dr. Frank Kippich, dem Geschäftsführer des Zweckverbandes, in 2 Jahren. Dann werden weitere 1,7 Millionen Euro für den abwassertechnischen Anschluss von Haushalten investiert. Die 9 Kilometer lange Fernwasserleitung Karlsfeld-Johann-Georgenstadt ist ein ehrgeiziges Projekt des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge und es wird auf ungewöhnliche Weise erneuert. Das erste Teilstück wurde bereits Mitte Oktober fertiggestellt. Wassermarsch hieß es am 16. Oktober in der Nähe von Karlsfeld. Mit dem Öffnen des Schiebers fließt nun Wasser durch das sanierte, knapp 1900 Meter lange Teilstück der Fernwasserleitung Karlsfeld-Johann-Georgenstadt. Die alte Leitung entstand, als der Bergbau hier noch dominierte. Wir haben eine Leitung hier, die in den 50er Jahren gebaut worden ist, mit einem Nenndurchmesser von DN600 bis DN800. Und in diese alte Betonleitung wurde praktisch eine neue kleine Leitung eingezogen mit einem Nenndurchmesser von DN300. Das passierte bereits im Sommer dieses Jahres. Im Rahmen des größten Investitionsvorhabens des Zweckverbandes wird das sogenannte Inlining-Verfahren angewendet. Dieses Verfahren wurde gewählt, weil die Altleitung vorhanden war, die neue Dimension kleiner ist und dadurch durch das Einziehen enorme Kosten gespart werden können. Beim Inlining-Verfahren wird ein Gestänge in das alte, vorhandene Stahlbetonrohr eingelegt, die neue, kleinere Wasserleitung angehängt und durchgezogen. Da wird umweltbewusst gearbeitet. Gerade da hinten ist eine Bergmähwiese, wo man hätte nicht baggern dürfen und die wird das eingezogen. Ist kosteneinsparend, ist ja auch für einen Endverbraucher besser, weil der Wasserpreis stabil bleibt. 20.000 Einwohner profitieren von der neuen Leitung. Neben Eibenstock werden auch Johann-Georgenstadt, Breitenbrunn und Teile von Schwarzenberg sowie das Krankenhaus Erlabrunn mit Wasser aus der Talsperre Karlsfeld versorgt. Durch den geringeren Querschnitt der neuen Leitung kommt das frische Wasser zudem schneller beim Endverbraucher an. Und mit der Erneuerung dieser Leitung erhöhen wir also die Qualität des Wassers in erster Linie und verbessern natürlich dadurch auch die Verfügbarkeit für die Bevölkerung. Im nächsten Jahr haben wir vor, einen weiteren Leitungsabschnitt mit einer Länge von 1,1 Kilometer nochmal zu bauen. Ob der jetzt direkt im Anschluss hier stattfindet oder dazwischen, das wissen wir noch nicht. Das sind wir im Moment noch in der Projektplanung. Aber wir wissen, dass wir jedes Jahr, bis wir die Maßnahme fertiggestellt haben, weitere Abschnitte realisieren müssen. Die Gesamtkosten des ersten Bauabschnittes lagen bei etwa 831.000 Euro. Zudem realisierte die Baufirma das Vorhaben in nur 5 Monaten und damit schneller als erwartet. Das war's schon wieder von Aus erster Quelle. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.